Punkt Nummer 8.1, Mietenfonds für die freie Kultur- und Veranstaltungsszene aufgrund der Corona-Pandemie. Einreicher ist interfraktionell. Wer bringt uns diesen Antrag ein? Bitte schön, Herr Hecht. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ersten werden die Letzten sein. Das ist eine Prophezeiung, die nicht nur fürs Jenseits gilt, sondern im Moment auch für den Veranstaltungsbereich. Die Kolleginnen und Kollegen, die Bühnen betreiben, Spielstätten etc., waren mit die Ersten, die runterfahren mussten. Und sie werden aller Voraussicht nach die sein, die zuletzt auch wieder vollen Betrieb machen können. Möglicherweise dauert es eine ganze Weile, bis sich da überhaupt wieder normales Programm gestalten lässt. Vor allen Dingen die Planung dauert natürlich im Kulturbereich häufig sehr lange. Deswegen bringen wir den Antrag für den Mietenfonds rein. Das geht darauf, wir wollen die Verwaltung, vor allen Dingen die Kulturverwaltung, bitten, 500.000 Euro zur Verfügung zu stellen, damit die Spielstätten 3 Monate Miete gefördert bekommen, um sie über die Krise zu retten. Ich weiß, wir haben schon ein paar Hilfen beschlossen. Es ist ja auch was im Land und im Bund vorgesehen. Dieser Fonds richtet sich aber an diejenigen, die von den Unterstützungsmaßnahmen vielleicht unzureichend betroffen sein könnten. Es ist also eine Art von vorausschauendem Beschluss, denn die Pandemie, das haben wir heute schon gehört, und vor allen Dingen in dem Fall die Folgen der Pandemie, die Regeln, das ist alles noch nicht vorbei und wir können das auch schwer einschätzen, wie sich das in der nächsten Zeit entwickeln wird. Wir müssen uns aber darum kümmern, das ist meine Überzeugung und auch meine Erfahrung, wir als Stadt müssen diese kleineren und mittleren Orte guter Kunst und Kultur über die Krise retten. Da geht es um Spielstätten, da geht es um Bühnen, da geht es um meinetwegen Programmkinos, da geht es um alles, wo Performance stattfindet. Kunst und Kulturgenuss oder Kunstgenuss und Kulturarbeit haben verschiedene Funktionalitäten. Wir haben bei der letzten Stadtratssitzung auch ausführlich über die Funktionalität von Marketing gesprochen. Natürlich hat Kultur auch die Funktion von Repräsentanz, von wirtschaftlichen Effekten. Es sind aber natürlich auch ästhetische Impulse damit verbunden oder auch Bildungsaspekte. Es ist aber auch nicht zuletzt natürlich eine gegenseitige Inspiration. Kunst und Kultur entsteht häufig in den kleineren Spielstätten, in den kleineren Bühnen. Dort wird sich ausprobiert, dort wird was versucht. Auch die großen Stars freuen sich, wenn sie wieder vor weniger Publikum in einem intimeren Rahmen spielen können. Kunst und Kultur haben aber auch eine soziale Funktion. Ich kann berichten, dass ich eine ganze Reihe Menschen kennengelernt habe, die mir erzählt haben, dass es sie nur gibt, weil sich ihre Eltern in der Scheune, vor der Bühne, auf der Tanzfläche kennengelernt haben. Also auch dieser Aspekt des Sozialen sozusagen, des Wiederauftankens, des Miteinanders ist überhaupt nicht zu verachten. Ich glaube, dass wir neben den Leuchttürmen, die die Stadt ausmachen, auch so ein Meer an Möglichkeiten brauchen. Dieses Meer muss brodeln, es muss erhalten werden über die Krise hinweg. Wenn das dann alles irgendwann hoffentlich vorbei ist, dann freuen wir uns, wenn wir in unsere Lieblingsorte guter Kultur wieder gehen können und das Leben endlich wieder von vorne losgeht. Ich möchte mich in dem Zusammenhang auch bedanken für die sehr konstruktiv empfundene Zusammenarbeit über die Fraktion hinweg. Das empfand ich als sehr angenehm, als sehr pragmatisch und würde mich auch freuen, wenn das doch für andere Probleme auch im Zusammenhang mit der Krise sozusagen Schule machen könnte, dass man sich da untereinander abstimmt und versucht, das im Sinne der Stadt und in dem Fall im Sinne der Kultur das Beste zu erreichen. Ich bitte um Zustimmung zu dem Antrag. Vielen Dank.
So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Wie eingangs gesagt, beginnt, ich habe es noch nie gesagt, aber ich sage es jetzt, beginnt die FDP-Fraktion. Herr Maroni. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, der Antrag ist gut und richtig und von daher unsererseits ein ganz klares Ja und Zustimmung zu diesem Antrag. Denn alle Maßnahmen, die die freie Wirtschaft, und dazu gehören auch die Kreativen, dazu gehören auch Veranstalter und dazu gehören auch Clubbesitzer, alles was diese unterstützt, unterstützen wir natürlich auch. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass das nur ein Baustein sein kann. Erstens partizipieren nicht alle in der Branche von diesem Antrag. Und zweitens, und das ist noch viel wichtiger, es müssen für diese Branche vor allen Dingen Möglichkeiten gefunden werden, auch und vor allem Open Air, dass diese Branche sich auch selbst helfen kann. Denn hier geht es den Betroffenen sicherlich nicht darum, von der Stadt Almosen zu bekommen, sondern die wollen wieder aktiv werden, die wollen selber wieder Geld verdienen. Und diese Debatte werden wir dann, denke ich, morgen am Nachmittag zusammenführen. Danke. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen am Livestream, liebe Kulturschaffende. Der Sächsische Landtag hat heute über die prekäre Situation von Künstlerinnen und Künstlern hervorgerufen durch die Corona-Krise debattiert. Der Sächsische Landtag hat ebenfalls über das Ladensterben heute debattiert. In unserer jetzigen Debatte geht es eigentlich genau um diese beiden Themen, nämlich um die Betroffenheit von Kulturschaffenden durch und von der Corona-Krise und den drohenden Verlust urbaner Infrastruktur. Plötzlich ging alles von 100 auf 0. Am meisten macht mir die Perspektivlosigkeit Sorgen. Als Erste mussten wir zumachen und wahrscheinlich als Letzte wieder auf. So wird der Betreiber des Downtown in der Neustadt in der Sächsischen Zeitung vom 8.7. zitiert und so beschreibt er, was alle Clubbesitzer umtreibt. Die Lockerungen, die jetzt gelten, ändern daran nichts. Denn die Besucherbegrenzungen und die Hygienekonzepte bedeuten für die meisten, dass ein wirtschaftliches Betreiben von Clubs und unabhängigen Kultureinrichtungen nicht möglich ist und vielleicht auch länger nicht möglich sein wird. Ich finde es großartig und ich möchte gerade in diesem Bereich auch die vielen kreativen Ideen, die Clubs, Live-Clubs umgetrieben hat und mit denen sie an die Öffentlichkeit gegangen sind, in dieser Krise bedanken und ich möchte sie dafür loben. Allerdings, Ideen alleine spielen keine Kosten ein. So müssen kleine Live-Clubs wie zum Beispiel das Blue Note oder auch der Jazz-Club Tonne weiterhin ihre Pforten geschlossen halten. Die Kosten laufen weiter. Viele haben die Hoffnung, dass es ab September wieder möglich sein wird, unter relativ normalen Bedingungen zu öffnen. Das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist eine Hoffnung. Damit sie sich erfüllt, bedarf es zweier Voraussetzungen. Erstens, eine zweite Infektionswelle muss unter allen Umständen verhindert werden. Sie bedeutete nicht nur für die Clubkultur in dieser Stadt das sichere Aus. Diese Voraussetzung kann nicht der Staat alleine erfüllen. Das liegt in der Verantwortung aller Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Frau Dr. Kaufmann hat vorhin schon darauf hingewiesen, dass den Dresdnerinnen und Dresdnern in dieser Frage in der ersten Welle viel Lob gebührt. Aber es muss auch festgestellt werden, dass teilweise eine Routine, eine gewisse Leichtsinnigkeit sich auch breit macht. Und ich möchte klar sagen, wer jetzt leichtsinnig wird, wer jetzt meint, das Virus sei besiegt und sich entsprechend verhält, macht sich mitschuldig, auch dafür, wenn die unabhängige Kulturszene am Ende baden geht. Zweitens, damit die unabhängige Clubkultur nicht baden geht, sind auch wir als Stadtrat gefragt. Wir müssen dort, wo Programme von Bund und Land nicht greifen, helfen. Dies ist Gegenstand des Antrages
Wir wollen einen Mietenfonds, der helfen kann, von der Schließung bedrohten Clubs zu helfen. Und wir brauchen dazu ganz schnell eine Förderrichtlinie. Leider konnten wir diesen Eilantrag in der letzten Stadtratssitzung nicht behandeln. Deshalb haben wir jetzt keine Zeit zu verlieren. Ich appelliere deshalb an die Verwaltung, in dieser Frage schnell zu handeln und schnell eine solche dem Stadtrat zur Entscheidung vorzubringen. Mit unserem Beschluss heute geben wir einigen Clubs eine Perspektive auf Unterstützung. Auch das kann helfen, Durststrecken zu überwinden. Ich bin auch und möchte das auch noch mal betonen, ausdrücklich auch der CDU-Fraktion, auch der FDP-Fraktion und hier auch Herrn Kaden namentlich dankbar, die sehr frühzeitig signalisiert haben, dass sie konstruktiv an diesem Antrag mitwirken würden. Lassen Sie uns unseren Beitrag zur Aufrechterhaltung einer lebendigen Clubkultur in Dresden leisten. Stimmen Sie bitte diesem Antrag zu. Ich ergänze noch einen Änderungsantrag oder eine Bitte, die ich auch von der Verwaltung gehört habe, beziehungsweise einen Ergänzungsantrag. Wir fordern ja in dem Antrag, dass die Fachförderrichtlinie vorgelegt wird, müssen aber dann in dem Zusammenhang natürlich auch noch einen Vorschlag unterbreiten zur Finanzierung. Und deshalb bringe ich folgenden Ergänzungsantrag hiermit ein. Die Fachförderrichtlinie soll dem Stadtrat gemeinsam mit einem Vorschlag zur Umverteilung von Haushaltsmitteln in einem Fördervolumen von 500.000 Euro ermöglichen, dass ein Fördervolumen von 500.000 Euro ermöglicht, zur Beschlussfassung umgehend vorgelegt werden. Das wäre der Ergänzungsantrag. Vielen Dank und ich bitte um Unterstützung. Als nächstes wird CDU das Wort gewünscht. Sieht nicht so aus. Dann kommen wir zur AfD. Herr Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürger. Die Landeshauptstadt Dresden hat eine sehr große und vielfältige Kultur- und Kunstveranstalterszene. Und sie wird auch nach der Corona-Krise noch eine große und vielfältige Kultur- und Kunstveranstalterszene haben, auch wenn einige Veranstalter nicht weitermachen werden können. Ihr Antrag zielt ab auf jene Kultur- und Kunstveranstalter, die unter 1 Million Euro Umsatz pro Jahr machen und 2019 mindestens 24 Kulturveranstaltungen sowie keine andere Kompensation der Miete durch andere Hilfsprogramme erhalten haben. Die erste Frage, die sich dazu stellt, ist: Für wen haben Sie den Antrag eigentlich geschrieben? Denn für Unternehmer im eigentlichen Sinne gab und gibt es bereits Corona-Hilfen. Die Soforthilfe der Stadt Dresden, 1,5 Millionen, die dann nochmals auf 10 Millionen aufgestockt worden ist. Auch das war einigen nicht genug, das haben wir in der letzten Stadtratssitzung ja bemerkt. Es gab den Art-Video-Wettbewerb, der auch nochmal mit 50.000 Euro besetzt war. Kleine Empfehlung an die Bürger, sich das mal anzugucken auf YouTube. Stay at home and be creative, könnte man auch auf Deutsch übersetzen. Da sind sehr interessante Videos dabei, die Anzahl der Klicks könnte sich noch etwas verbessern. Die SAB Soforthilfe Bund, nun verbunden mit weiteren Überbrückungshilfen. Die Verwaltungsvorlage Kulturinseln, die von der Vier-Parteien-Allianz um weitere 500.000 Euro aufgebläht wurde, völlig am Thema vorbei. Auch das wieder eine satte Geldspritze. Und von Ihrem Klientel wird ja neuerdings auch fernab des Zentrums die Hand ausgestreckt. Weiter geht es mit dem Stipendienprogramm Denkzeit der Kulturstiftung, weitere 2.000 Euro pro Antragsteller. Dann haben wir Projektförderungen und, wenn Sie so wollen, eine Never-Ending-Story. Jetzt sollen nochmals Kunst- und Kulturunternehmer subventioniert werden, die kaum Rücklagen bilden können oder vielleicht auch wollen. Im engeren Sinne, wie Sie schreiben, alle Veranstalter der Riege der durch das Amt für Kultur- und Denkmalschutz institutionell geförderten, sprich diejenigen, die ohnehin schon über Jahre vom Dresdner Steuerzahler subventioniert werden. Notabene, wir reden hier von 3 Netto-Kaltmieten. Und überhaupt,
Warum schreiben Sie in Ihrem Antrag von 24 geleisteten Veranstaltungen und in der Begründung von 36? Ja, was denn jetzt? 3 Veranstaltungen oder 2 Veranstaltungen im Monat? Das scheint in Wahrheit ja gar keine Rolle bei Ihnen zu spielen. Das jetzt eingetretene Ausmaß der Pandemie war vorher nicht abzusehen, aber dennoch muss festgestellt werden, wenn ein Kultur- und Kunstveranstalter immer nur gerade so über die Runden kommt, ist das Geschäftsmodell nicht tragfähig und auskömmlich. Um die Situation zu verbessern, würde man im Normalfall versuchen, durch Sponsoren finanzielle Unterstützung zu erhalten. Auch Spendensammlungen stellen solch einen Versuch dar, Einnahmen für ein Projekt zu generieren. Hier wird aber wieder versucht, die Allgemeinheit in Anspruch zu nehmen. Es riecht verdächtig nach dem Prinzip Gewinn privatisieren, Verlust sozialisieren. Und wenn diese Förderung beschlossen wird, kommt gewiss die nächste Gruppe, die durch Corona Einbußen zu erleiden hatte und möchte auch Unterstützung. Die Kulturszene, die Sie noch weiter mästen wollen, ist in dieser Stadt ja nun wirklich mit am besten ausgestattet. Und aus diesem Grunde lehnen wir diesen Antrag ab. Vielen Dank. Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Kaniewski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Braun, nur weil dies jetzt gerade so pathetisch vorgetragen wurde, ist Ihr Redebeitrag trotzdem nicht der Mühe wert, ein weiteres Stück darauf einzugehen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht ja um Kultur, aber wir sind ja nicht im Theater. Deswegen möchte ich das, was hier schon wieder vorgetragen wurde, zumindest generell von uns weisen. Ich meine, das ist wieder das Prinzip, ich werfe mit Dreck und irgendwas bleibt schon hängen. Wenn Sie dem Kollegen Hecht zugehört haben und auch dem Kollegen Schmählich, dann hat er sehr eindeutig erklärt, für welche Gruppen im Kunst- und Kulturbereich diese Förderung nun gerade eben notwendig ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders liebe AfD-Fraktion und frenetische Klatscherinnen und Klatscher bei den Freien Wählern, das ist eine Gruppe innen, vielen Dank Frau Dagen, richtigerweise, das erste Mal glaube ich, dass Sie das beherzigen. Wenn ich mir das anschaue, dann gucken Sie sich doch mal an, was im Antrag drinne steht, wenn Sie von Kunst und Kultur sprechen. Es geht um diejenigen, die bisher eben noch keine Corona-Hilfe in Anspruch nehmen konnten. Und es geht um diejenigen, denen wir jetzt noch mal eine extra Unterstützung geben in den verschiedenen Maßnahmenpaketen, die es ohnehin schon gibt im Corona-Bereich. Es ist ein weiterer wichtiger Baustein, gerade für die freie Kunst- und Kulturszene, für die Clubszene, für die freien Veranstalterinnen und Veranstalter, eben gerade diejenigen, die unter unserem normalen Kulturbegriff überhaupt nicht gefasst sind. Wir gucken in Dresden und auch in vielen anderen Städten viel zu häufig auf die große Kultur, auf die großen Tanker. Das ist auch in Ordnung, weil das sind auch Tourismusmagneten. Aber wir schauen eben auch auf die Kleinen. Und deswegen finde ich diesen Beitrag sehr, sehr gut. Ich freue mich, dass wir trotzdem eine Mehrheit bekommen werden. Ich glaube, dass die freie Kunst- und Kulturszene sehr dankbar ist, dass AfD und ich weiß ja nicht, was die Freien Wähler machen werden, dem nicht zustimmen. Wir machen das hier aus Überzeugung, eben genau um Kunst und Kultur, das Atmen trotz Corona weiter zu ermöglichen. Wir haben jetzt verschiedenste Dinge im Dresdner Stadtrat beschlossen. Wir haben eine Soforthilfe beschlossen für den allgemeinen Bereich. Wir werden beschließen im Kulturausschuss Kunst trotz Corona, ein weiterer Baustein. Und jetzt ist es der Mietenfonds. Und wie, wenn nicht damit, kommen wir unserer Verantwortung eben auch für diejenigen nach, die hier in Dresden kulturschaffend unterwegs sind. Deswegen, ich kann mich da den Worten von Magnus Hecht anschließen. Ich bin sehr dankbar dafür, wie konsensual das Ganze in den Ausschüssen, aber auch in den Beratungen darüber hinaus gelaufen ist. Ich finde es sehr gut, dass man gerade in der Krise zeigen kann, dass wir über die Fraktionsgrenzen hinweg kommunikationsfähig sind. Und ich habe ja von Michael Schmählich in den letzten Jahren einiges gelernt. Der Michael hat das Wort geprägt, man muss gönnen können. Und deswegen ein Punkt, der mir gerade eben noch zu kurz gekommen ist, lieber Magnus Hecht, vielen, vielen Dank für diese Initiative. Denn dieser Antrag ist dein Kind und wir sind da gerne
mitgegangen und haben das jetzt verteidigt und haben das eben auch in den Rat gebracht und werden da heute auch aus voller Überzeugung zustimmen. Aber es war deine Initiative und insofern vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr wichtigen Aufschlag. Ich freue mich auf eine breite Zustimmung, damit Kunst und Kultur in Dresden trotz Corona weiter atmen kann. Vielen Dank. So, damit wären wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen, Geschäftsordnung, Herr Braun. Lieber Herr Kaniewski, ich kann Ihnen da auch nur die Empfehlung geben, solche Unverschämtheiten unter der Gürtellinie in Zukunft bleiben zu lassen, sonst werden wir der SPD gegenüber auch unverschämt werden und dann werden wir bei Ihnen auch mal unter die Gürtellinie gehen. Lieber Herr Kaniewski, weil solche Frechheiten, was Sie sich hier erlauben, das geht schon gar nicht, das machen Sie sowieso gerne, aber wenn Sie das wollen, dann werden wir uns auch mit solcher Methoden bedienen in Zukunft. Das kann ich Ihnen schon mal versichern. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich darf zunächst den Ergänzungsantrag von Herrn Schmählich eingebracht zur Abstimmung stellen. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das dürfte die überwältigende Mehrheit sein, wenn ich das so überblicke. Damit bringe ich den so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer jetzt zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Ja, 53 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung, damit so beschlossen.